vorhergehenden Mantra habt ihr am meisten enthusiastisch mitgesungen. Man soll ja im Yoga nichts bewerten, aber es ist trotzdem interessant, weil wisst ihr eigentlich, was ihr da gesungen habt? Hara, Hara, Hara heißt zerstöre mich, zerstöre mich, zerstöre mich. Gemeint ist natürlich, dass das zerstört wird, was wir uns vorstellen und was wir gar nicht sind, damit wir eben zu dem kommen, was wir wirklich sind. Und darüber wollte ich heute auch ein bisschen sprechen. Beschäftige mich gerade sehr mit dem Raja-Yoga, weil letzte Woche habe ich ein Raja-Yoga-Seminar unterrichtet und dieses Wochenende gibt es bei der 3-Jahres-Yoga-Lehrer-Ausbildung auch das Thema Raja-Yoga. Es gibt aber auch eine große Gruppe hier zum Thema der spirituelle Weg und das passt auch gut zusammen, weil Raja-Yoga ist der Weg der Geistesbeherrschung, könnte man sagen. Und der spirituelle Weg heißt, wenn man es nochmal anders sagt, der geistige Weg. Also der Yoga-Weg ist ein geistiger Weg. In der Vedanta-Philosophie, da heißt es, das haben wir vorhin auch mit Atman Shanti laut gesungen, da heißt es, es gibt nur ein Bewusstsein. Es gibt nur das eine Bewusstsein und alles andere gibt es nicht, ist Illusion. Wenn das so ist, dann heißt es aber auch, dass dieses Bewusstsein sich nur durch sich selbst bewusst werden kann und nicht durch scheinbar andere Dinge, weil das andere gibt es ja gar nicht. Das ist ein bisschen schwierig, zumindest für meinen Verstand ist das schwierig, aber so sagt es die Philosophie. Und im Raja-Yoga heißt es auch, warum kommen wir überhaupt zu dieser Illusion oder zu diesem, dass wir glauben, dass das, was wir wahrnehmen, das Wahre ist. Weil wir, wenn wir uns daran verhaften und uns damit identifizieren, vergessen, wer wir wirklich sind. Wir stellen uns etwas vor und wir glauben, etwas zu sehen, dann stellen wir uns das vor, dann bewerten wir das, dann schieben wir das in Schubladen und so weiter. Und dann ist es eben das, glauben wir zumindest. Das wäre ja noch soweit okay, aber wenn wir uns dann noch daran verhaften und sagen, das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich gar nicht brauche und das ist das, was mich glücklich macht und das, was mich nicht glücklich macht, dann sind wir in der Irre, dann sind wir verwirrt, weil wir glauben, dass wir uns an den äußeren Objekten ausmachen. Vedanta sagt, es gibt nur ein Bewusstsein und nur das eine und nichts anderes. Aber wenn wir uns an den äußeren Objekten so verhaften und uns damit identifizieren, dann sind wir sozusagen in der Unwahrheit. Man könnte vielleicht so ein bisschen das mit einem Synonym, wenn wir jetzt lügen, vielleicht nur eine kleine Notlüge. Wer hat noch nie eine Notlüge gesagt? Gut. Sind alles Menschen hier im Raum? Gut. Manchmal ist es so, dass eine kleine Notlüge kommt. Und dann passiert es aber manchmal auch, dass wir dann weiter lügen, auch wenn wir es gar nicht wollen, weil wir Angst haben, dass wir auffliegen. Ja, dann könnte es ja wieder sein, dass man uns nicht mag, wenn man dann feststellt, er hat gelogen. Und so lügen wir vielleicht weiter und verstricken uns immer mehr in diese Lüge, um die ursprüngliche Notlüge aufrechtzuerhalten. Und irgendwann, wenn wir uns da so rein verstricken, mit unseren ganzen Gefühlen und Gedanken und Bildern, dann glauben wir vielleicht irgendwann sogar selber dran, dass das am Anfang ja das Wahre war. Wir verlieren uns in dieser Lüge, die wir dann vielleicht sogar selbst für wahr halten. Und so arbeitet der Geist und schafft eine Welt. In diesem Beispiel eine Lügenwelt, aber es ist eine Welt. Er hat eine Welt geschaffen. Und manche haben eine große Fantasie, eine große Vorstellungskraft, können bis ins kleinste Detail wunderschöne oder auch sehr komplizierte oder eben sehr verwirrte Welten schaffen. Und aber egal wie groß unsere Fantasie ist, die Kraft der Vorstellung, die haben wir alle.
Und dann gibt es Menschen, die identifizieren sich dann mit diesen Vorstellungen, wie etwas zu sein hat oder wie etwas wirkt oder was mir Glück bringt, sehr stark. Es gibt Menschen, die identifizieren sich mit dem Körper sehr stark. Gesund zu sein, sich darum zu kümmern, dass man vital bleibt und fit bleibt, das ist gut. Natürlich ist das unsere Aufgabe, auch den Körper gesund zu erhalten und darum zu kümmern. Wenn wir uns aber zu sehr damit identifizieren und irgendwie gibt es so einen Trend, oder? Es gibt so einen Trend, dass man ewig jung bleibt und dann wird der Körper operiert oder gespritzt oder was es da alles gibt, keine Ahnung, um möglichst lange alles jung und frisch zu erhalten. Auch das mag ich jetzt gar nicht bewerten, ob das jetzt schlimm oder nicht schlimm ist, dass man das tut. Aber wenn man sich jetzt daran verhaftet und sagt, nur wenn ich das habe, dann bin ich das, was ich mir vorgestellt habe oder das, was mir Glück bringt, dann bin ich sehr mit dem Körper identifiziert. Und bei manchen Menschen geht es noch weiter. Vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht lernt es auch noch die, die gerade angefangen haben, da kommt das irgendwann. Und in der yogischen Lehre sagen wir, teilen wir unseren Körper oder unsere Körper, unsere Erscheinung, unser Dasein hier teilen wir ein in 3 Körper und 5 Hüllen. Das ist schon ganz schön viel. Und es gibt Menschen, die identifizieren sich noch mehr mit Dingen und schaffen sich dadurch noch mehr Hüllen, die ihr wahres Selbst verhüllen. Indem sie eben zum Beispiel an ein Kleidungsstück hängen. Wenn das mein Lieblingspullover ist und ich sehr daran hänge, dann kann ich mich sogar darüber definieren. Ich kann sagen, also ich kann nur sprechen vor so vielen Leuten, wenn ich diesen Pullover anhabe. Sonst funktioniert das nicht. Vielleicht, wenn ich so verhaftet wäre. Ja. Oder ich kann nur fröhlich durch den Tag gehen, wenn ich meinen Lieblingspullover trage. Sonst fühle ich mich nicht wohl und dann geht es mir nicht gut. Auch das kann passieren, wenn man sehr an einem Kleidungsstück verhaftet ist. Und am schlimmsten ist es dann, wenn es kaputt geht oder gestohlen wird oder man es irgendwie verliert. Dann, was passiert dann, wenn man daran verhaftet ist? Man leidet. Ja? Lieblingspullover ist nicht mehr da. Das ist nichts anderes wie die Angst vor dem Tod. Ja, wenn der Körper abfällt, kaputt geht, dann leiden wir, weil wir Angst haben, das zu verlieren, weil wir glauben, dass wir das sind. Und bei manchen geht es dann noch weiter. Es ist nicht nur der Pullover, dann ist es vielleicht auch das Auto, das Haus, die Familie, der Mann, das Kind, die Yogamatte, der Yoga-Stil. Wir können uns an alle möglichen Dinge verhaften. Also wird es übertrieben, dann führt es zur Verwirrung. Dann identifizieren wir uns mit dieser Illusion. Der Patanjali, der Raja Yoga gelehrt hat und auch die Yoga Sutras geschrieben hat, sagt eben, dass diese Unwissenheit, dass wir vergessen haben, wer wir wirklich sind, dass das die Ursache, die allererste Ursache ist unseres Leidens. Und daraus ergeben sich aber auch noch andere Ursachen des Leidens, wie eben zum Beispiel dieses Verhaften, sich Verhaften an Dinge. Und weil wir vergessen haben, dass dieses Dinge gar nicht gibt, verhaften wir uns daran. Und dann bewerten wir das in das mag ich und das mag ich nicht. Das nennt man Raga Dvesha im Raja Yoga. Und ich mag etwas, daraus entstehen Wünsche, Verlangen, Gier, Sehnsucht, an die kann ich mich auch wieder binden oder verhaften. Oder wenn ich was nicht mag, entsteht Abneigung. Abneigung könnte man sagen, ist die Verhaftung an den Schmerz. Ja, wenn Menschen etwas abneigen und absolut unglücklich sind, wenn das geschieht, was sie eigentlich nicht wollen. Es geht aber jetzt nicht darum, die äußeren Objekte zu leugnen oder zu verdrängen. Weil was würde das bringen? Weil ich nehme es nun mal wahr. Ich nehme das Harmonium wahr, ich nehme das Mikrofon wahr, ich nehme ganz viele nette Menschen hier wahr. Ich sehe Bilder, Lampen und so weiter. Ich nehme es nun erstmal wahr. Jetzt kann ich zwar sagen, da gibt es eine Vedanta-Philosophie und die sagt, das ist alles Illusion und das gibt es gar nicht und ich bin das eine Bewusstsein. Ich kann auch daran glauben und fest überzeugt sein, dass das stimmt, aber
Ich sehe trotzdem, ich sehe der Adi-Shakti und die ist getrennt von mir gerade. Das ist ein äußeres Subjekt. Objekt, Subjekt. Ja? So nehme ich es erstmal wahr. Und das heißt, ich muss mich auch nicht abgrenzen und sagen, oder wir sagen oft, ich muss bei mir bleiben. Das hat auch was Gutes, aber wenn wir das übertreiben, ich muss ganz bei mir bleiben, ich muss ich selbst sein und da muss ich mich abgrenzen, das ist dem sein Ding, nicht meins, dann grenzen wir uns ab. Dann nehmen wir Dinge zwar wahr, aber sagen, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben aber immer was damit zu tun. Denn wenn es nur ein Bewusstsein gibt, dann hat das irgendwas mit uns zu tun. Das heißt, vielmehr geht es um Integration, die Dinge zu integrieren. Patanjali sagt auch, wenn der Geist zur Ruhe kommt, dann werden, ich sage es ein bisschen mit einfachen Worten, dann ist der, der das wahrnimmt und die Handlung des Wahrnehmens und das Objekt des Wahrnehmens eins. Dann kommt die Erfahrung dieses einen Bewusstseins. Was heißt denn jetzt Integration? Das heißt, dass wir uns unserem Gegenüber, sei es ein Objekt oder ein Subjekt, ein Wesen, ein Mensch, erstmal zuwenden müssen. Nicht abgrenzen, damit will ich nichts zu tun haben, oder vielleicht auch Ignoranz, das einfach übersehen, ja, weil wir vielleicht sehr verstrickt sind in anderen Dingen, sondern mich zuzuwenden. Ich wende mich erstmal zu und dann lasse ich mich ein. Ich versuche es zumindest. Das heißt, ich muss mich öffnen und dafür haben wir auch oft so ein bisschen Unmut oder Angst, wie immer man das jetzt bezeichnen will. Weil wenn wir uns öffnen, dann fühlen wir uns auch verletzlich. Könnte ja was hervorkommen, was wir nicht wollen. Und davor haben wir ein bisschen Angst oder ja, so unbewusst wollen wir das einfach nicht. Es könnte ja auch sein, dass wir eine Abneigung spüren dem Gegenüber. Und dann sich zu öffnen und sich einzulassen, ist gar nicht so leicht. Natürlich ist es auch auf einer Ebene gut, dass wir sowas haben wie Mögen und Abneigung. Denn wenn große Gefahr besteht, dann ist es gut, die Abneigung wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einer steilen Bergwand stehe, auf einer Wandertour und irgendwie scheint der Weg da hoch zu gehen oder jemand sagt, das ist die Abkürzung, du kannst doch gleich da hochklettern. Ich bin aber kein guter Kletterer. Und dann wird in mir eine Stimme wird sagen, das ist nichts für dich. Da wird Abneigung kommen, ne? Bis hin zu Angst. Ich könnte ja abstürzen. Und das ist vernünftig in dem Fall. Das rettet mir vielleicht das Leben, bewahrt mich zumindest vor einer Gefahr. Also auf einer gewissen Ebene ist das ja auch gut, darum haben wir das auch in uns angelegt, so etwas. Aber im alltäglichen Leben, da kommen wir ja permanent in Begegnung mit Objekten und Subjekten. Und uns da ständig abzugrenzen, das kann nicht der Weg sein. Sondern es geht darum, sich einzulassen, sich einzufühlen, die Bedürfnisse des anderen auch wahrzunehmen. Unser Geist hat aber eine bestimmte Qualität. Der Geist nimmt etwas wahr, Bilder, Worte, Gedanken. Das ist die Qualität von Manas, das einfache Denken. Und dann gibt es das Unterbewusstsein. Das nennt sich Citta. Und in diesem Unterbewusstsein wird alles abgespeichert, das ist ein riesengroßer Speicher, was wir schon erfahren haben. Auch unsere Fähigkeiten sind abgespeichert, aber auch unsere Wünsche, unsere Erlebnisse, unsere Erinnerungen. All das ist dort abgespeichert. Und wenn wir jetzt etwas wahrnehmen, dann geht es auch in dieses Unterbewusstsein hinein. So wie eine Sammlung von Eindrücken. Und dann kommt aber noch ein dritter Aspekt unseres Geistes dazu, das ist Buddhi. Das ist der Intellekt.
Verstand, die Vernunft, auch unsere Unterscheidungskraft, unser Wille, unsere Willensstärke. Und dieser Intellekt, der fängt jetzt an, das zu vergleichen. Etwas Neues kommt in den Speicher und jetzt überlegt der Intellekt ja, in welches Schubfach meines Lagers sortiere ich das denn jetzt ein? Und dann vergleicht er und sagt, ah, das habe ich schon mal gefühlt oder das habe ich schon mal gesehen oder das habe ich schon mal erfahren. Das hat sich doch genauso angefühlt und steckt das automatisch in diese Schublade hinein. Auch das kann unter bestimmten Umständen, in einer bestimmten Ebene, kann das auch hilfreich sein. Wenn immer alles ganz neu für uns wäre, dann kämen wir auch nicht so richtig voran. Es ist gut, im Alltag bestimmte Dinge schon zu kennen und gleich richtig einzusortieren und dann loszulegen, sozusagen. Also wenn ich jedes Mal überlegen muss, wie mache ich jetzt das Harmonium auf und geht die rechte Hand auf die Tastatur und was macht dann die linke und was muss ich vorher einstellen, wenn ich das alles wie ein Anfänger ganz neu überlegen müsste, dann würde der Satz immer sehr lange dauern. Ja. Es ist gut, dass manche Dinge einfach schon bekannt sind. Man sieht ein Harmonium, ah, das ist ein Harmonium, erkennt der Verstand und schon kann ich loslegen, sofern das Instrument funktioniert. Es ist aber auch so, dass dadurch, dass wir das in Schubladen einsortieren, wir dann immer auf gleiche Weise reagieren. Es entstehen sogenannte Gedanken- und Verhaltensmuster. Und die sind nicht immer hilfreich auf unseren Weg. Die behindern uns auch, weil wir dann gar nicht hinter die Dinge schauen oder uns erstmal davon lösen, sondern wir steigen sofort drauf ein, sortieren es ein, das ist doch genau das und dann reagiere ich immer so. Hat ja bisher immer gut funktioniert, also mache ich das wieder so. Und dann kommt auch noch die Bewertung dazu. Die Bewertung, ist es gut oder nicht so gut? Mag ich das nicht? Bringt mir das Freude, Glück oder nicht? Das ist dann unser Ego. Ego heißt auch Ahamkara. Gemacht aus, wie wir handeln. Also aus Handlung gemacht heißt das wortwörtlich. Das ist das Ego. Könnt ihr euch das auch so vorstellen, das ist wie so eine Schallplatte. Kennt ihr noch Schallplatten? Gut. Da gibt es ja diese Rillen auf der Schallplatte. Und genauso ist unser Unterbewusstsein, dort sind tiefe Eindrücke drin, die sogenannten Samskaras. Das sind, die eben entstanden sind durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und auch durch Fähigkeiten, die wir uns angeeignet haben, so wie man sagt, Fahrradfahren, wer das einmal kann, der verlernt das nicht mehr, der kann gleich wieder losfahren, auch wenn er jahrelang nicht gefahren ist, vielleicht wackelt es am Anfang ein bisschen, aber er kann, er weiß, wie es geht. Also das ist so tiefe Eindrücke im Unterbewusstsein, wie so eine Furche auf der Schallplatte. Das heißt, wenn eine Nadel auf diese Rille gesetzt wird, auf die Schallplatte, dann wird immer das gleiche Lied abgespielt. Es kommt kein anderes Lied. Es ist immer das gleiche Lied. Und genauso funktioniert unser Geist. Wenn wir das in die entsprechende Schublade einsortiert haben, reagieren wir immer auf gleiche Art und Weise. Aber wir haben auch ein Bewusstsein, das das erkennen kann. Das heißt, wir können auch etwas dagegen setzen, gegen diese tiefen Furchen. Wird oft gesagt, im Hatha-Yoga, wenn wir den Pflug praktizieren und es geht um die geistige Wirkung, dann wird oft gesagt, ja, der Pflug hilft dir, dein Leben umzupflügen oder das Feld deines spirituellen Weges umzupflügen, damit neue Samen gesetzt werden können. Und das ist auch so. Wir haben die Chance, das umzupflügen. Und es gibt konkrete Techniken, wie wir das machen können. Was gibt es da? Es gibt die Affirmation, das habt ihr vielleicht alle schon mal kennengelernt, zumindest bei der tiefen Entspannung, die Autosuggestion, ähnlich Affirmation oder auch in der Meditation, Eigenschaftsmeditation. Wenn wir über eine bestimmte Eigenschaft meditieren, die wir entwickeln wollen,
dann können wir bewusst gegen diese Furchen, die sich tief eingegraben haben, etwas tun und unser Verhaltens- und Denkmuster aufheben. Der erste Schritt ist aber, dass es uns bewusst wird. Und das heißt auch, wenn ich auf jemanden zugehe, wenn ich gegenüberstehe jemanden und der sagt was zu mir, dass ich nicht instinktiv gleich den ersten Impuls folge und wie immer reagiere, was oft passiert, wenn die sogenannten Triggerpunkte gedrückt werden, ne? Sondern natürlich die Gefühle kommen, ganz klar, die Bilder und die Gedanken, aber dass ich dann mich praktisch dahinter, dass ich dahinter schaue, erstmal schaue, was kommt denn da in mir hoch und aha, jetzt passiert gerade das und jenes und dann kann ich mich entscheiden, dann kann ich entscheiden, was macht jetzt Sinn, wie kann ich jetzt reagieren. Und ein Beispiel ist, wenn jemand mich beschimpft, mich kritisiert, vielleicht auf eine unschöne Art und Weise, dann ist mir früher oft passiert, dass ich dann, weil ich eben das unmöglich fand, wie derjenige mich auch anspricht, dann habe ich reagiert, indem ich auch kritisiert habe. Ja, aber du hast ja auch dann und überhaupt, das kennt ihr vielleicht, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Anstatt erst mal hinzuhören, unabhängig davon, wie der das sagt, was der überhaupt zu mir sagt, hat das eine Berechtigung, habe ich wirklich was falsch gemacht? Und dann kann ich immer noch sagen, du, deine Art und Weise, wie du mir das gerade sagst, finde ich jetzt nicht okay, das macht mich wütend oder enttäuscht und so weiter. Aber ich kann darüber nachdenken, da habe ich wahrscheinlich wirklich was falsch gemacht, das tut mir leid. Oder ich bin der Meinung, ich habe alles richtig gemacht und bleibe bei meiner Meinung. Aber das kann ich ja auch freundlich sagen. Das können wir üben, indem wir positiv denken. Positive Gedanken sind sehr machtvoll, auch negative Gedanken. Aber wir wollen ja zum Positiven hin. Und darum geht es erstmal, deinen eigenen Geist zu beobachten, wie er so funktioniert, was er so für Muster hat und so für Spielchen treibt. Wir haben ein ganzes Paket von Gefühlen, Wünschen, Erinnerungen, Erfahrungen, Verlangen, Ängsten. Und das ist nicht schlimm, sondern da steckt ein Riesenpotenzial drin, da schlummert etwas in uns, das wir nutzen können, wenn wir es in die positive Richtung hineinbringen. Der Weg des Sich-Selbst-Erkennens ist also auch mit dem Gegenüber, das da vielleicht etwas auslöst, also mit dem Objekt der Wahrnehmung, in Beziehung zu gehen. Und ich meine jetzt auch konkret das in Beziehung gehen mit einem Menschen. Ich kann auch mit einem Baum, der mir begegnet, in Beziehung gehen. Aber ich meine in diesem Fall jetzt ein Mensch. Diese Begegnung ist wie ein Spiegel oder kann ein Spiegel sein. Es kann auch sein, dass ich mich sehr verbunden fühle, dass ich in Resonanz gehe. In Resonanz gehe ich sowieso, aber dass ich es auch bewusst wahrnehme. Und ich beobachten kann, welche Gefühle das in mir auslöst. Diesen Weg der Innenschau, was in mir passiert, ist auch eine Technik im Raja-Yoga, nennt man Svadhyaya, das sich selbst beobachten. Natürlich, nicht immer habe ich die Zeit, erstmal ganz in mich zu gehen und erst zu studieren, was da gerade in mir vorgeht. Dann wird mein Gegenüber auch vielleicht komisch sein, komisch gucken, wenn ich da erstmal sage, so, jetzt muss ich erstmal drüber philosophieren, was du gerade da zu mir gesagt hast und was da in mir jetzt passiert. Ja. Dann kann ich aber auch sagen, gut, da kommt jetzt vielleicht Wut, Aggression oder Ungeduld oder Enttäuschung in mir hoch, aber ich bleibe erstmal freundlich oder rede sachlich und vielleicht sage ich weniger oder ich frage nach, je nachdem, was dann mir in den Sinn kommt, was ich mit freundlich und Höflichkeit machen kann. Manche sagen dann, ja, aber dann bin ich doch nicht authentisch. Bin ich dann scheinheilig, wenn ich so reagiere? Ich finde, höflich sein, freundlich sein hat nichts mit Scheinheiligkeit zu tun. Es ist besser, als wenn die Gefühle, die in mir hochkommen, ich einfach so herauslasse. Das heißt nicht, dass ich diese Gefühle verdränge oder mir selbst was vormache.
Sondern auch wenn ich vielleicht das Gefühl, den Drang habe, jetzt meine Gefühle dem anderen total entgegenzuschreien, entgegenzuwerfen, kann ich mich da zurücknehmen, sagen, ja, das Gefühl ist da und am liebsten würde ich. Aber ich kann höflich und freundlich und mit Vernunft reagieren. So, das ist vielleicht ein, nicht immer so ein schön zu hörendes Beispiel, aber wenn man Mutter ist, kommt es manchmal vor, dass man schon ziemlich so an den Rand des Nervengerüsts kommt. Und dann gibt es so Momente, wo man vielleicht das Gefühl hat, ah, am liebsten würde ich jetzt mein Kind erwürgen. Und so, wie kannst du nur sowas denken? Natürlich würde die Mutter sowas niemals tun. Aber dann kann man sagen, du sollst doch positiv denken. Wie kannst du jetzt nur sowas denken? Ja. Es passiert, dass so ein Gedanke kommt. Aber dann kann ich mir das bewusst machen, dass jetzt so ein Gedanke kommt. Und warum kommt der? Nicht, weil ich so ein schlechter Mensch bin und jetzt vielleicht ja, bin ja noch so am unteren Level, bin überhaupt kein Yogi, ne, weil mir so ein Gedanke kommt. Nein, vielleicht, weil ich eben feststelle, dass ich eben gerade sehr belastet bin und mein Nervengerüst wirklich sehr dünn ist und eben solche Sachen dann wie der Funke sind, der das Fass zum Überlaufen, Funke, der das, wie sagt man denn? Der Tropfen, genau, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder der Funke, der dann was auslöst. Ja. Aber ich kann dann auch schauen, wie kann ich jetzt reagieren? Vielleicht allein schon dieses Bewusstwerden kann helfen, dass ich mir dann bewusst Zeit nehme und dem Kind nochmal zum 100. Mal erkläre, dass das jetzt nicht geht, weil. Ja. Vielleicht sage ich aber auch, das schaffe ich jetzt nicht. Ich gehe lieber ins Nebenzimmer und schlage mal kräftig auf das Kissen. Kann auch erstmal hilfreich sein. Das heißt nicht umsonst manchmal, ja, zähle erst mal bis 10 und atme tief durch. Das hat seine Gründe. Weil wir wollen eigentlich, oder der Weg kann sein, dass wir mit Mitgefühl und Güte uns zuwenden. Darum geht es. Ich kann mich nur wirklich einlassen, wenn ich mit Mitgefühl auf jemanden zugehe. Wenn ich nicht mitfühle, dann bin ich nicht mit dem anderen, dann bin ich irgendwo, aber nicht mit dem anderen. Und dabei ist auch wichtig, die Bereitschaft eben zu haben, mich einzulassen. Bereit zu sein meint, nicht auf meinem Standpunkt zu beharren und nicht zu glauben, dass meine Sichtweise der Dinge die einzig wahre ist. Oder dass meine Sichtweise der Dinge die allgemeingültige ist. Sondern dass ich mir bewusst mache, dass ich zwar einen Standpunkt habe, und das ist auch gut, wenn ich mir einen Standpunkt machen kann, ja, wenn ich meine Meinung bilden kann, aber dass es durchaus sein kann, dass andere eine ganz andere Meinung, einen ganz anderen Standpunkt haben, weil sie die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das ist genauso berechtigt wie meine. Und wenn ich in diese Bereitschaft gehe, mich zu lösen davon, dass meine Sichtweise die einzig wahre ist, dann lasse ich mich ein, dann kann ich mich öffnen. Und dann wandle ich mich. Ich wandle meinen Blickpunkt, meine Perspektive. Und das Wort wandeln, das ist ein Gehen, ein sich verändern. Das ist der spirituelle Weg. Der geistige Weg ist ein Weg der Wandlung. Und wir alle haben die Fähigkeit zum Wandeln. Die Wandelbarkeit. Und so schaffen wir auch unseren eigenen Weg. Wir gehen nicht einen vorgegebenen Weg und müssen dann dies und jenes und müssen wir da irgendwas erreichen oder so. Nein, durch unsere Offenheit und unsere Bereitschaft, uns zu wandeln, schaffen wir unseren ganz eigenen Weg. Und diese Fähigkeit, das ist auch sich einzulassen, das ist eben die Weisheit der Empathie. Eben nicht impulsiv auf etwas oder einen anderen zu reagieren, sondern sich auch hineinzuversetzen. Wir sind, wenn wir hier auf der Welt sind, sind wir schon so viele Schritte gegangen. Wir haben schon so viele Leben durchlebt, laut der yogischen Reinkarnationstheorie. Haben wir schon so viel durchgemacht und Erfahrungen gesammelt und jetzt, vielleicht auch schon zum
50. Mal sind wir als Mensch auf die Welt gekommen. Das ist ein großes Geschenk, weil wir haben ein Bewusstsein, wo wir eben diesen Geist haben, der sich etwas vorstellen kann. Diese Qualität, die uns natürlich dazu bringt, dass wir vergessen, wer wir wirklich sind, die kann man aber umkehren. Wir können diese Fähigkeit, uns etwas vorzustellen, auch nutzen, eben diese Furchen wieder aufzulösen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also diese Vorstellung, schon das Wort, ich stelle etwas vor mich und dann sehe ich nicht mehr die Wahrheit, weil ich mir etwas vor mich hingestellt habe. Vor allen Dingen, wenn ich mich dann noch damit identifiziere. Das ist wie, müsst ihr euch vorstellen, eine Lampe. Die steht da und dann kommt ein Gast und ihr wollt euch vielleicht ein bisschen gemütlich machen und dann deckt ihr ein schönes Tuch über diese Lampe, da wird das Licht so ein bisschen gedämpft und dann kommt der nächste Gast und meint, ja, ist mir aber noch zu hell, lass uns doch noch ein bisschen, hängt auch noch ein Tuch drüber. Und dann kommt der dritte Gast und der guckt gar nicht richtig hin, der denkt, es ist ein Kleiderständer und hängt seinen Mantel drüber und dann sieht man das Licht nicht mehr. Durch das Tuch hat es noch so ein bisschen durchgeleuchtet, aber dann hängt der Mantel drüber, dann der nächste Gast nimmt es sowieso als Kleiderständer war und hängt seine Jacke auch noch drauf. Und die dann kommen, die wissen nicht, dass da eine Lampe darunter ist, weil sie verhüllt ist. Und vielleicht sogar ich selber vergesse, dass da meine Lampe steht, weil da so viele fremde Hüllen davor gestellt sind. Aber das Licht ist trotzdem da, das ist unverändert. Und diese Fähigkeit des Geistes, Dinge vorzustellen und zu vergessen, die kann ich nutzen, positiv nutzen. Indem ich mir zum Beispiel vorstelle, wie wäre ich denn, wenn ich geduldig wäre? Wenn ich die Eigenschaft der Geduld vervollkommnet hätte, wie wäre ich dann? Wie würde ich mich in diesem Moment jetzt verhalten? Falls ich ein Mensch mit Ungeduld bin, dann kann ich bewusst diese Praxis üben. Das geht für alle Eigenschaften. Wenn du merkst, dass du irgendwie reagierst in bestimmten Situationen, du magst das nicht, du merkst es schon, ist der erste Schritt, du willst es ändern, dann stell dir vor, wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich das schon vervollkommnet hätte. Und das können wir sogar so weit treiben, dass wir uns vorstellen können, wie würde ich jetzt handeln, wenn ich schon der vollkommene Yogi wäre, wenn ich Yoga erreicht hätte, Yoga, die Einheit oder auch Samadhi. Wie würde ich dann jetzt hier reagieren? Wie würde ich auf den anderen zugehen? Wie würde ich mit ihm umgehen? Das ist bestimmt leichter, wenn das Menschen sind, die wir sowieso lieben oder auch gut kennen. Das ist schwerer mit Menschen, wo wir vielleicht gerade eine Abneigung spüren. Aber dann ist es eine gute Praxis. Gerade dort ist es die beste Praxis, das zu üben. Und so können wir diese Kraft der Gedanken, die Kraft der Vorstellung nutzen, um uns zu wandeln. Und das ist auch der spirituelle Weg, der Weg unseres Geistes. So können wir die Beschränkung unseres Geistes überwinden und dann das werden, was wir wirklich sind, dieses eine Bewusstsein. Hari Om Tat Sat.